Hallo zusammen zum Wochenausblick zur KW 41. Einmal der Disclaimer für euch. Und wir starten heute mal mit dem DAX. Die Aussage der letzten Woche war, dass er Richtung 11,750 nochmal fallen sollte und dann eine Aufwärtsbewegung kommen sollte. Er hat im Tief die 11,805 gemacht. Also ganz knapp das Ziel verpasst. Und dann, ja, dann kam dieser Montag und Dienstag, diesen raschen 2 Kauftagen. Und da bestand dann die Frage, ist es halt eine ABC eines Flats? Dann hätte er hier für mich den Abschluss haben sollen und sollte dann auf neue Tiefs fallen. So. Er hat aber nochmal eine Dreierbewegung als Überschuss gemacht. So, da haben wir ein ABC runter, ein ABC hoch. Das sagt mir eigentlich eher, dass wir hier einen Impuls haben und hier nochmal so ein Dreier, der überschießt. Was nach sich zieht, ist eigentlich ein weiteres Hoch. So, ich sage es nochmal. Hier eher ein Impuls, hier womöglich Ende der Bewegung. Und seitdem ABC als W, dann hier ein X ein bisschen seitwärts. Und hier vielleicht ein A, jetzt vielleicht am Montag, Dienstag ein B und dann nochmal so ein Abdippen in die C runter. Also wirklich einen ganz tiefen Rücklauf. Und das könnte wirklich eine 2 fertiggestellt haben dann. Und dann fehlt halt ja, hier ist es der 23-Stunden-Chart quasi der Future. Und dann ist es hier die 1, 2, 3, 4, 5, die dann noch fehlt. Also die 3, 4 und 5. Und das Ganze könnte dann halt ein LDT, also ein Leading, als ganze Formation darstellen. Ich gucke natürlich auch immer mal so ein bisschen im Internet rum und was ich sehe, ist alles bärisch. Ich sehe nichts, was nach oben geht. Quasi Stimmung ist total im Eimer. Und ja, solange dieses Tief hier hält von Montag bei 11,8, im Kassa ist es ja, es ist die 11,850, glaube ich ungefähr. Solange dieses Tief hält, kann eine Aufwärtsbewegung kommen. Und diese würde nur ein erster Teil einer weiterführenden Aufwärtsbewegung sein. Wie gesagt, normalerweise bei extrem schlechten Marktstimmungen fällt der Markt nicht weiter. Es bildet sich dann manchmal ein Tief, denn im Tief wird manchmal ein Impuls geboren. Aber wie gesagt, das zählt nur, solange dieses Tief hier nicht rausnimmt. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung dafür. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, machen wir da nochmal eine ganz, ganz dicke Linie hin. Denn der richtige Stopp, der kommt natürlich hier drunter für eine mögliche Aufwärtsbewegung. Sie 11,8. So, unter dieser 11,8 habe ich jetzt erstmal nichts, weil ich eigentlich hoch möchte. Nichtsdestotrotz muss man sagen, unter 11,8 geht es zur 11,2. Das wäre erstmal das nächste Ziel. Solange er dieses Tief aber nicht rausnimmt, orientiere ich mich bullish. Denn wir haben einen Langfrist-Count und der läuft eigentlich ganz gut. Und dieser würde erst negiert werden, wenn er unter 11,8 fällt. So, jetzt nochmal den SPX. Hier wäre es eigentlich auch so gewesen, dass wir hier ein ABC nach oben haben und dann halt in Form einer 4. So, nach einer 4 kommt noch eine 5. Die hatten wir letzte Woche auch gesagt, dass es dann nochmal runtergehen könnte. Richtung 3, 4 wäre das dann. Zeichnen es auch vielleicht nochmal ein bisschen ein. Dann sollte das Tief hier natürlich nicht aushalten. Ist 3, 4 oder 3, sogar 3, 2 noch ein Stück tiefer der Fall. Reicht dieses Tief aber,
dann sehen wir auch natürlich höhere Kurse. Für mich ist es eher auch so, dass wir hier jetzt seit Mitte der Woche korrektiv fallen. Also eigentlich genauso wie im DAX, nur dass die US schon ein Stück tiefer gefallen sind als der DAX. Und nichtsdestotrotz könnte es halt immer noch eine korrektive Abwärtsbewegung sein, auch wenn sie tief geht. Vielleicht eine Zweifelsbei. So, mehr gibt es eigentlich gar nichts dazu zu sagen. Ich glaube, wir werden direkt Anfang der Woche, also bis Mittwoch, sage ich mal, sehen, wohin der Markt tendiert. Also wir könnten hier wirklich ganz entscheidende Tiefs haben. Und für die Bullen ist es natürlich jetzt extrem wichtig, dass diese Tiefs verteidigt werden, wie auch immer. Also solange diese Tiefs nicht gebrochen werden, von mir aus auch bis zu 90%, 99%, solange gehe ich von einer Aufwärtsbewegung aus. Und ja, entscheidende Wochen, denn ja, nimmt er diese Tiefs raus, dann ja, würde ich jetzt hier erstmal von hier aus dann nochmal so eine. Da waren wir weg. Da war ein Updater. Würde ich hier nochmal so eine Gegenbewegung sehen. Und dann, ja, müssten eigentlich nochmal richtig dynamische Tiefs folgen. Also, so sieht das Ganze dann wieder eher mittelfristig aus. Wenn er das Tief rausnimmt, SPX Richtung 3,4, 3,2, Gegenbewegung und dann, ja, richtig ab in den Keller. Genauso natürlich entsprechend beim DAX. Deswegen switchen wir einfach nochmal zum DAX, weil ich ja eigentlich nicht runter möchte. Muss man natürlich sagen, dass das Szenario dann auch so wäre. Ich sag mal von 11,2 dann wieder Richtung 11,8 und dann aber ja Richtung 10,5 wahrscheinlich. So wäre das dann der Fall. Okay, also wir bleiben vorerst erstmal bullish, solange die Tiefs halten. Und daher. Ja, gute Trades, viel Erfolg. Bis demnächst. Ciao, ciao.